Potroid ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Gestein und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Potroid ist ein kleines, vierbeiniges und schildkrötenähnliches Pokémon, das sich gelb, rot und weiß präsentiert. Dabei ist sein Panzer von Grund aus rot und mit weißen Flecken gemustert. Die Öffnungen für Kopf und Beine sind ebenfalls weiß und Beine und Kopf bzw. Hals selbst färben sich dagegen gelb. Der Panzer von Potroid weist eine horizontal liegende ovale Form auf und verfügt insgesamt über 7 runde Öffnungen. Die 4 Beine sind lang und von augenscheinlich weicher Konsistenz, ähnlich den Ranken von Tangela. Der lange Hals hat ebenfalls eine solche Gestalt und an seinem Ende sitzt der ovale Kopf. Das Gesicht besteht dabei aus dem kleinen Mund und den beiden kleinen schmalen Augen und in seiner Shiny-Form hat der Panzer eine wasserblaue Färbung. Potroid verhält sich eher defensiv und nutzt einige Statusattacken wie Erholung, Kraftteiler oder Krafttrick. Wenn es offensiv agiert, dann fast ausschließlich physisch mit beispielsweise Steinwurf, Steinhagel und Steinkante. Auf spezieller Seite erlernt es Käfertrutz. Eine mögliche seiner Fähigkeiten ist Robustheit, das ihn vor K.O.-Treffern schützt. Die Fähigkeit Völlerei sorgt dafür, dass getragene Beeren bereits eingesetzt werden, wenn die Kraftpunkte nur noch die Hälfte des Maximalwerts betragen. Und die versteckte Fähigkeit ist Umkehrung, dadurch sinken Statuswerte, die eigentlich erhöht werden sollten, und umgekehrt. Potroid bevorzugt Höhlen als Lebensraum, wie beispielsweise die Dunkelhöhle, aber auch Ruinen wie die Turmruine. Es sammelt Beeren in seiner Schale, die durch sein Zehensekret verrotten und daraus entsteht dann ein dickflüssiger Saft. Um sich vor Attacken zu schützen, versteckt es sich unter Stein und verbirgt seinen Körper in seiner harten Schale. Dabei hat Potroid keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Attacken des Typs Normal und Gift, doppelten Schaden gegen Wasser-, Gestein- und Stahlattacken und der Rest macht normalen Schaden.